Dass wir jetzt die GWC wirklich in Kaufverhandlungen schicken können, wir müssen dann ziemlich schnell vorankommen. Wir haben kein Interesse, dort ein Bauprojekt durchzuführen. Das heißt, wir werden jetzt das Grundstück, wir werden das Bestandsgebäude abbrechen, werden die Fläche begrünen und dann ist es in städtischer Entscheidung, was in den nächsten Jahren damit passiert. Das ist das Votum gefallen, 29 Stimmen auf jeden Fall für den Kauf, das ist die Mehrheit. Wie geht es jetzt weiter, ganz klar? Ja, ziemlich schnell. Wir müssen natürlich auch noch den Kaufvertrag unterschreiben. Ich bin erstmal dankbar, dass wir heute die Entscheidung so getroffen haben, dass wir jetzt die GWC wirklich in Kaufverhandlungen schicken können. Wir müssen dann ziemlich schnell vorankommen, weil wir dann natürlich auch wollen, dass die Bagger kommen und dass wir bei der Fläche wirklich für Ordnung sorgen und möglichst schnellstmöglich dann auch Tatsache eine Grünfläche erstmal entstehen lassen. Das ist der Plan. Das war auch eine Entscheidung, die bei einigen Stadtverordneten nicht leicht fiel. Wir haben auch kritische Stimmen gehört. Was sind denn, wenn Sie diese Risiken hören, vor allem auch das finanzielle Risiko, was man eingeht, wovon man vielleicht noch gar nichts weiß, was Nebenkosten und so weiter alles angeht. Wie blicken Sie denn darauf? Also ganz so ist, dass das jetzt sozusagen nicht lange diskutiert worden bin, das teile ich nicht. Zumal, glaube ich, heute sehr viele Stadtverordnete auch immer wieder mitgeteilt haben, wie lange sie sich mit diesem Problem und auch mit vielen Informationen beschäftigen. Fakt ist, wir wollten liefern und zwar eine Vorlage, wir wollten Entscheidungen treffen und heute haben wir eine Entscheidung getroffen und da bin ich der Mehrheit der Stadtverordneten auch sehr dankbar und ich glaube, ich spreche im Namen von vielen Cottbusern und Cottbusern. Sehen Sie denn ein Risiko auch für die GWC an sich? Nein, das sehe ich an dieser Stelle nicht. Natürlich werden wir, und auch das haben wir heute mitbeschlossen, ich habe einen Prüfauftrag bekommen, möglichst schnell, wenn wir im Haushalt vorankommen, unsere finanzielle Basis es bietet, dass wir der GWC natürlich auch entgegenkommen und Entlastungen schaffen. Das ist ein Prüfauftrag, den nehme ich an. Vielleicht um das ganz kurz zu erklären, auch woher nimmt man jetzt dieses Geld, also speziell ja die GWC? Die GWC hat einen Investitionsplan, dort war das mit berücksichtigt. Es gab ja die Gespräche bereits schon im Dezember und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, um nicht für Verunsicherung zu sorgen. Der Investitionsplan für die nächsten Jahre der GWC ist davon nicht betroffen. Nochmal auf den Punkt, jetzt konkret der Plan für den Kauf, also Zeitplan? Heute werden noch, deshalb muss ich auch ziemlich schnell weg, natürlich noch Gespräche sofort geführt und dann geht es los und dann gibt es allerdings noch ein paar Details zu klären, unter anderem natürlich auch einen Notartermin zu finden. Deshalb bitte ich an der Stelle um Geduld. Parallel dazu läuft jetzt natürlich alles Mögliche an, um dann Tatsache ins Tun zu kommen und auf dem Gelände für Ordnung zu sorgen. Es ist so, dass wir eine wirtschaftlich sehr gesunde Gesellschaft sind. Das heißt, wir haben eine hohe Eigenkapitalquote, wir haben eine hohe Bonität und wir können natürlich selbstverständlich, wie ich das erst ausgeführt habe, die Maßnahme meistern und stemmen, auch durchführen für die Stadt. Was ich gesagt habe, wir haben kein Interesse, dort ein Bauprojekt durchzuführen. Das heißt, wir werden jetzt das Grundstück, wir werden das Bestandsgebäude abbrechen, werden die Fläche begrünen und dann ist es in städtischer Entscheidung, was in den nächsten Jahren damit passiert. Nur das werden wir so schnell wie möglich vorbereiten. Wichtig ist, dass wir im nächsten Punkt den Kaufvertrag verhandeln. Das ist der nächste Schritt und dann wird relativ schnell meiner Meinung nach der Abbruch durchgeführt werden. Also für die Mieterin bedeutet das erstmal, dass die Brache, die direkt vor dem Haus ist, dass die erstmal verschwindet. Da haben wir einen großen Vorteil. Wir haben zwei Großwohnanlagen in direkter Nachbarschaft und wir haben dann den Vorteil, dass dann das nicht mehr mietmindernd angesetzt werden kann. Wie stabil steht denn die GWC danach noch weiter da, auch mit diesem Kredit dann? Die GWC steht immer stabil da. Ich habe erst auch ausgeführt, dass wir in den nächsten Jahren Investitionsmaßnahmen pro Jahr von 30 bis 40 Millionen Euro haben. Das heißt, in dem Vergleich sind diese 5 bis 6 Millionen, die wir jetzt ausgeben, relativ gering. Und wir werden diese Maßnahmen natürlich fremdfinanzieren. Das heißt, dadurch haben wir natürlich eine gewisse Belastung. Aber die ist durch die GWC, durch die gesamtwirtschaftliche Situation der GWC natürlich leistbar.